Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, eure Claudia von Solart und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr liebt meine Mixed Media Bilder, ich liebe sie auch und deswegen machen wir heute gemeinsam noch eins in einer anderen Variation. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Wir starten direkt rein. Okay meine Lieben, also vor mir liegt eine 40x40 cm große quadratische Leinwand. Und in meinem Kopf habe ich heute ein Bild von einem Blutmond. Habt ihr Lust auf einen Blutmond? Also ich schon. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, die Claudia von Solart hat es nicht unbedingt mit Formen. Deswegen hole ich mir heute meine Kuchenform zur Hilfe. Platziere die erst einmal in der Mitte unserer Leinwand. Ungefähr in der Mitte. So streng nehmen wir es nicht. Um erst einmal eine grobe Form zu schaffen. Ich habe hier jede Menge Materialien vorbereitet. Meinen Blutmond werde ich heute malen in Kaminrot. Ich werde ein bisschen Ombrabraun einarbeiten mit Sonnengelb und Reflex Orange. Ich möchte einen Verlauf von dunkel nach ganz hell schaffen und später unsere Ranke über den Blutmond klettern lassen. Also wünscht mir Glück dabei. Erst einmal gilt es, eine ungefähre Form zu schaffen. Dazu schnappe ich mir eine leere Farbpalette und ein bisschen etwas von meinem Sonnengelb. Wir brauchen nicht besonders viel Farbe. Ich nehme einen ganz handelsüblichen Pinsel und werde mir nun erst einmal um meine Kuchenform einen runden Kreis schaffen. Ich male auf der Außenseite, das wird später sowieso alles verblendet. Deswegen ist es nicht so tragisch, wenn wir die Form nicht ganz perfekt treffen. Ich habe mich für Sonnengelb entschieden, weil ich mir dachte, ich möchte nach außen hin ja immer heller werden. Wenn ihr nun aber den Orientierungskreis mit Titaniumweiß macht, seht ihr den einfach schlecht auf einer weißen Leinwand. Deswegen nehme ich hier einmal mein Gelb und das reicht uns auch schon. Unsere Kuchenform hat für heute ausgedient. Wenn ihr in Formen besser seid als ich, könnt ihr das natürlich auch freihändig machen. Ich tue mir tatsächlich nicht so leicht. Tja, so hat jeder seine Stärken und Schwächen, oder? Okay, nun beginne ich, meinem Blutmond ein bisschen Farbe zu schenken. Die erste Farbe, die ich verwende, ist Kaminrot und diese gebe ich erst einmal in die Mitte. Ich versuche nicht zu viel Farbe zu verwenden. Ihr müsst immer bedenken, meine Lieben, je mehr Farbe ihr verwendet, umso länger müsst ihr ausblenden, um ein schönes, glattes Ergebnis zu erzielen. Die zweite Farbe, die ich verwenden möchte, ist Reflex Orange und das ist meine Farbe. Ich sag's euch, meine Lieben, werdet es gleich sehen. Auch hier nehme ich nur einen Tupfer. Das reicht uns schon. Das Reflex Orange ist wirklich so leuchtend. Geht fast so ein bisschen in die Neonrichtung, würde ich sogar sagen. Okay, und natürlich brauchen wir noch ein bisschen etwas von unserem Sonnengelb und nach außen hin werde ich dann immer weißer. Jetzt trage ich die Farbe erst einmal hier großflächig auf. Ich schnappe mir einen frischen, trockenen Pinsel und werde nun beginnen, unsere Farben ein bisschen auszublenden. Die Mitte soll am dunkelsten sein, deswegen beginne ich mit dieser. Ich werde hier später auch noch ein bisschen Ombrabraun hinzufügen. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich in unser Reflex Orange und auch in unser Sonnengelb. In diesem Schritt geht es darum, erst einmal Farbe auf unsere Leinwand zu kriegen, unseren Kreis auszufüllen. Ums Verblenden kümmern wir uns dann später. Ihr könnt selbstverständlich immer wieder ein bisschen Farbe nachtragen, sollte es euch zu wenig werden. Aber wie zu Anfang gesagt, denkt immer dran, je mehr Farbe ihr auf der Leinwand habt, umso mehr müsst ihr pinseln. Ich sage ja auch immer, für mich ist das so ein bisschen eine beruhigende Arbeit. Also ich liebe das, ich könnte stundenlang an meinem Hintergrund rumpinseln, bis er wirklich ebenmäßig und wirklich glatt ist.
Aber ich weiß auch, dass Geschmäcker einfach verschieden sind und das nicht jedem Freude bereitet. Deswegen möchte ich es einfach dazu sagen. Okay, ihr könnt sehen, die Farben gehen schon wirklich gut zusammen. Allerdings möchte ich die Mitte noch ein bisschen dunkler haben, deswegen ein klein bisschen Kaminrot noch, wirklich ganz wenig. Und ein ganz klein bisschen Ombrebraun mische ich dazu, aber auch ganz, ganz wenig. Ja. Das reicht uns auf jeden Fall aus. Nun verwende ich den gleichen Pinsel wieder. Ja. Und blende meine Mitte aus. Ich möchte so ein richtig schönes dunkles Rot in der Mitte haben. Wir werden uns selbstverständlich im späteren Verlauf noch um unsere Pinselstriche kümmern. Die bleiben natürlich nicht so unordentlich. Aber meine Lieben, habt Geduld. Nehmt euch ein bisschen Zeit für euren Hintergrund. Umso schöner ihr den ausblendet, umso ebenmäßiger wird euer Endergebnis werden, glaubt mir. So, okay, nun ist es auch schon an der Zeit, ein bisschen mehr Farbe ins Spiel zu kriegen. Ich nehme mein Sonnengelb. Trage das ganz leicht hier außen auf. Und mein Titaniumweiß. Das soll die Farbe sein, die wir an den Rändern ausblenden. Oh, ich glaube, ich brauche schon gar nicht mehr mehr. Nehme den gleichen Pinsel und blende zuerst in die gelbe Farbe. Es geht immer noch darum, unsere Leinwand mit Farbe zu bedecken. Okay, ich lege den Pinsel jetzt erst einmal beiseite, nehme mir einen großen Malerpinsel und beginne, meine Ecken und Kanten auszublenden. Dazu gehe ich ganz sanft mit meinem Pinsel über die Leinwand und ihr könnt sofort sehen, dass ein schöner, weicher Übergang entsteht. Das liebe ich sehr. Unsere Pinselstriche verschwinden, ein schöner Farbverlauf bildet sich. Soweit so gut, meine Lieben. Ich bin mit meinem Kreis schon sehr zufrieden. Ich finde, es ist mir gelungen, dass ich ihn schön ausblende. Allerdings hätte ich gerne die Ränder noch ein bisschen heller und aus diesem Grund trage ich mir hier noch ein ganz kleines bisschen Titaniumweiß auf. Das reicht uns auch schon für alle Ränder. Ich mache meinen Pinsel ein kleines bisschen sauber. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn hier noch Farbreste dran sind, gerade das gibt euch diese schönen Schatten. Aber ich möchte mir nicht zu viel dunkle Farbe in mein Titaniumweiß ziehen. Soweit, so gut. Ich nehme mit meinem Pinsel ein bisschen was vom Titaniumweiß auf und blende das nun ganz außen in unsere Kanten. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das finde ich sehr schön. Ja, sehr gut. Das finde ich schön. Nun ist es noch an der Zeit, meine Lieben, dass wir unsere Ränder kaschieren. Ich habe das einmal vergessen und ich habe mich wochenlang darüber geärgert. Natürlich kann man es nachträglich auch noch machen, aber jedes Mal, wenn ich direkt daran denke, mache ich es direkt mit. Deswegen, ich nehme einfach die Farbe, die ich hier noch auf meinem Pinsel habe und kaschiere die Ränder. Wenn ihr auch so kleine Vergissmeinnichte seid wie ich, dann könnt ihr das natürlich auch im Vorfeld schon machen. Allerdings finde ich da immer ein bisschen schwierig, weil ich passe meine Kanten gerne meinem Bild an. Und würde ich jetzt hier einen weißen Rahmen oder einen schwarzen oder einen roten Rahmen machen, würde es natürlich auch gehen.
Allerdings finde ich es schöner, in der gleichen Farbe zu bleiben. Okay, gut, ihr Lieben, ich bin fertig mit meinem Hintergrund. Ich könnte noch ewig so weitermachen. Allerdings, für mich ist er perfekt und nun kommen wir zum Wesentlichen unseres Bildes und zwar zu unserem Dutchpour. Ich wollte in einer Farbfamilie bleiben, ich werde in einer Farbfamilie bleiben und deswegen habe ich mich entschieden für Kaminrot, für Rotviolett, für Gold und ein paar kleine Highlights möchte ich mit Primary Magenta machen. Meine Farben sind im Verhältnis 1:1:1 mit Floetrol und Wasser gemischt. Dementsprechend habe ich ein Teil Acrylfarbe, ein Teil Floetrol und ein Teil Wasser gemixt. Okay, meine Lieben, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns überlegen, wo unsere Ranke wandern soll. Was haltet ihr davon, wenn wir heute zwei Ranken machen? Ich habe so ein Bild in meinem Kopf. Es wäre, glaube ich, ganz schön, hier unten eine kleine wandern zu lassen und hier oben vielleicht eine kleine. Kommt, wir probieren es einfach aus. Okay, ich beginne mit Rot-Violett. So, nun muss ich mir überlegen, ich glaube, es wäre ganz schön, wenn sie hier starten würde. Ungefähr so habe ich mir das gedacht. Ja. Okay, die nächste Farbe, die ich auftrage, ist Kaminrot. Anschließend Gold. Also ihr könnt sehen, die Farben wiederholen sich immer wieder. Ich nehme die Farben von meinem Hintergrund auf. Für den Schimmer möchte ich noch ein kleines bisschen Kupfer auftragen. Auch hier die gleiche Familie, ein ähnlicher Ton. Und damit es nicht zu langweilig wird, ein ganz kleines bisschen Primary Magenta. Davon nehme ich aber am wenigsten. So, wir werden gleich sehen, ob wir genug Farbe aufgetragen haben. Ansonsten können wir immer wieder ein bisschen nachtragen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir schnappen uns unseren Haartrockner und jetzt drückt mir die Daumen, meine Lieben, dass ich für euch eine schöne Ranke kreiere. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Okay, ja, soweit, so gut. Ich möchte nun zuerst meine zweite Ranke machen und dann kümmern wir uns um die Form. Und dafür möchte ich nur noch hier oben eine kleine setzen. Ich werde jetzt meine Farben ein bisschen variieren. Ich beginne mit Rot-Violett, anschließend Kupfer. Kaminrot. Gold. Und ein ganz kleines bisschen Primary Magenta. Ja. Okay, auch diese werde ich ausblasen und dann kümmern wir uns um die Form. Okay, ich finde die Farbkombination super.
So habe ich gesagt, ich möchte die Form meiner Ranken noch ein bisschen verändern. Das können wir heute mit einem Pinsel machen, weil wir auf einer relativ trockenen Basisfarbe arbeiten. So. Ich möchte gerne ein bisschen mehr Definition in meinen Blumen. Und dazu beginne ich als allererstes, diese einmal zu verbinden. Meine Lieben, selbstverständlich könnt ihr das auch gerne mit den Fingern machen. Okay, mit der ersten Ranke bin ich zufrieden. Ich werde nun einmal unser Bild umdrehen, um auch noch die andere Ranke zu formen. Auch hier mache ich das Gleiche, meine Lieben. Als allererstes verbinde ich meine Ranke zu einer. Ich umrande gerne die Außenkanten von meinen Blüten noch ein bisschen. Dazu nehme ich mir keine frische Farbe mehr. Ich nehme einfach die flüssige Acrylfarbe auf, die wir sowieso gerade auseinandergeblasen haben. Soweit, so gut, meine Lieben. Ich bin fertig. Es ist uns wieder gelungen, unseren Hintergrund in den Hintergrund rücken zu lassen und unsere schönen, färbigen Ranken springen uns an. Kommt mal ein bisschen näher ran, ich zeige euch die Details. Schaut mal hier, unser Hintergrund ist schön ausgeblendet, es sind keine Pinselstriche mehr zu erkennen. Das ist es, was wir wollen. Und auch unsere Ranke, auch wenn wir in einer Farbfamilie bleiben, finde ich, ist es sehr interessant. Die einzelnen Rottöne kommen zum Vorschein, das Gold, das Kupfer, alles schimmert ganz schön. Ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera genauso sehen und ich finde, es ist sehr gelungen. Meine Lieben, auch ich bin heute aus meiner Komfortzone gekommen und habe mit Farben gearbeitet, die nicht typisch sind für mich, aber ich muss sagen, ich liebe es. Probiert es auch gerne mal selber aus, meine Lieben, wirklich. Entweder ihr nehmt eure Lieblingsfarben und probiert euch aus oder experimentiert ein bisschen herum oder ihr Lieben, ihr entscheidet euch einmal für die komplette Konträrfarbe. Auch das kann Spaß machen und auch das kann ein wundervolles Ergebnis zaubern. Ich bin am Ende des heutigen Videos. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, dann zeigt es mir doch mit einem schmutzigen gelben Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von mir, lasst mir doch ein kostenloses Abo da. Ich bedanke mich von Herzen wie immer fürs Einschalten. Es war mir eine Freude, mit und für euch zu malen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, meine Lieben.